Hi, ich komme gerade direkt von der Arbeit heim und ich habe Post bekommen vom ADAC. Das sind ein paar Unterlagen für die Reise. Und zwar habe ich da vor ein paar Tagen angerufen und auf jeden Fall haben die mir super coole Unterlagen gegeben. Die werde ich jetzt mal mit euch zusammen auspacken. So, und zwar einmal aufgerissen habe ich schon. Und jetzt schauen wir mal, was da alles drin ist. Ein Tourset. Und haha, noch ein Tourset. Okay, wow, ganz schön viel auf einmal. Ich habe das schon mal ausgebreitet und ja, das da, das hier sind alle Karten. Wenn euch das mal anschaut, das ist gigantisch, wie viel da an Material gekommen ist. Ich bin gerade total überwältigt davon, wie viel das auf einmal gewesen ist. Aber ich muss sagen, es sind alles super Karten. Es sind alles geniale Ideen, Reisetipps. Naja, schauen wir uns das mal kurz zusammen an, ne? Das Erste, das mir gerade jetzt in die Hände gefallen ist, war diese Camping-Streckenbeschreibung. Und zwar, das ist eine ganz grob meine Tourkarte mit Campingplätzen bzw. mit verschiedenen Routen, die noch mit draufgeschrieben sind. Das habe ich mir jetzt einfach mal zusammengerechnet. Dann habe ich die ADAC Clubmobil-Karte angefordert, die Camping Key Europe. Das ist eine Empfehlung für jeden, der längere Zeit reisen möchte. Und ja, hat ein paar Euros gespart. So, dann gab es ein paar Infomaterialien zu Wohnwagen oder Camping allgemein. Und dann eine Fülle an Karten, Infomaterial über die Länder, über einzelne Städte, über Regionen, von hier, ja, die ganze Reise durch, ne? Schauen wir jetzt einfach mal Portugal mal an, wie diese Karte aussieht. Ich nehme die mal kurz raus. So, dann schauen wir mal, was da alles drin ist in dieser Karte. Puh, wow. Das ist jetzt mehr, als die Kamera erfassen kann, ne? Also einmal eine große Karte von der ganzen Region, dann ein paar Top-Ziele, die alle in der Karte markiert sind, Ausflugsziele, die dabei sind, auch mit echt cooler Beschreibung. Und auf der Rückseite gibt es nochmal eine Karte davon, ein bisschen größer, wo die komplette Region drauf ist. Und ja, auch wieder massig an Zielen, an Sehenswürdigkeiten, wo man denn vielleicht hinreisen könnte oder die man sich anschauen könnte. Wow, cool. Bleibt noch einfach gleich bei Portugal. Und zwar gibt es noch eine zweite. Das sind Daten, Fakten, Regeln, alles, was Sie wissen müssen. Da stehen jetzt persönliche Reisedokumente drin, was man alles mitbringen muss, was man für das Fahrzeug bzw. für den Führerschein alles wissen muss, Zoll, Geschwindigkeitsbegrenzung, ganz wichtig, ich möchte keinen Strafzettel in den anderen Ländern bekommen. Dinge, die anders sind wie in Deutschland, Verkehrsänderungen. Und was auch richtig praktisch ist, sind besondere Verkehrszeichen, also die Übersetzung davon. So, Straßengebühren, Maut, okay, das hoffe ich, dass ich keine zahlen muss. Geld, telefonieren als großen Unterpunkt. Die Feiertage und die Ferien, also wann man vielleicht jetzt mit ein bisschen mehr Tourismus rechnen muss. Andere Länder, andere Sitten und manchmal auch andere Regeln. Man möchte nicht unangenehm auffallen. Und dann am Schluss, für alle Menschen, die jetzt kein Portugiesisch sprechen, ein kleiner Sprachführer mit zu den, kurz überfliegen, den wichtigsten Begriffen, die man denn so im Alltag brauchen könnte. Cool. Nicht schlecht, dass man sowas bekommt. Vor allem kostenlos. Jo, Wahnsinn, was ich da alles jetzt bekommen habe. Cool. Werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Das sind sicher Sachen, die man unterwegs brauchen kann. Es sind so ein paar Sachen dabei, auf die wäre ich jetzt nicht gekommen, beziehungsweise hätte ich mir jetzt mühsam zusammensuchen müssen. Und aufgrund dessen, dass ich jetzt das alles von meinem DC bekommen habe, ja, ist halt echt ein riesen Zeitaufwand weggefallen. Ich empfehle es euch, wenn ihr irgendwie eine Reise plant, ruft mal kurz beim ADAC an, sodass ihr der Mitglied seid und informiert euch. Vor allem die Stelle in München hat mir sehr, sehr, sehr viel geholfen. Dort gibt es Leute, die sind erfahrene Camper und haben so den einen oder den anderen Geheimtipp noch zusätzlich.
den sie euch mit auf den Weg geben können, also gerade auch was Sicherheit beim Reisen angeht. Genau darüber habe ich mega, mega, mega viele gute Tipps bekommen. Macht euch kurz kundig, schaut bei denen nach, es lohnt sich auf jeden Fall. Okay, ganz kurz und knapp, kurzes Video, ich habe nicht viel Zeit, ich muss mich eigentlich ein bisschen um meine Prüfungsunterlagen kümmern, ich muss ein bisschen lernen, sollte ich zumindest. Und dementsprechend machen wir jetzt hier einfach einen Schnitt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, einmal abonnieren, wahrscheinlich hier oder so, ich habe keine Ahnung, wo das jetzt erscheinen sollte. Und ganz wichtig, teilt es mit allen euren Freunden und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.